Romy Campi, Sie sind von Haus aus Informatikerin. Jedenfalls machen Sie das im Moment. Sie haben auch Erfahrungen im großen Konzern gemacht. Was machen Sie jetzt? Ja, jetzt mache ich Ihr Komponentenportal, was ja beruht auf dem Buch Kopfstück Kapital, was sicherlich schon jeder gelesen hat hier im Raum. Kopfstück Kapital, eines der ganz großen Prinzipien da drin oder Weisheiten war ja das Gründen mit Komponenten und genau das haben wir halt zum Anlass genommen, diese Komponenten zu bündeln. Die Erfahrung war natürlich klar, diese Idee der Komponenten ist überzeugend. Das eine oder andere bekommt man auch, Holger Jonsson im eigenen Haus quasi, Bürokomponente. Aber wir haben ja dann gesehen, es ist doch gar nicht so einfach, das in die Praxis umzusetzen. Da entstand der Gedanke, wir müssen selber was anbieten und dann haben wir Gott sei Dank Sie getroffen. Wie sind Sie denn auf uns gestoßen? Über das Buch. Also ich habe Ihr Buch gelesen vor 4, 5 Jahren und war so begeistert von dem Prinzip Gründen mit Komponenten, dass ich sofort auf die Webseite der Projektwerkstatt geguckt habe und diese Komponenten gesucht habe und festgestellt habe, da gibt es nur eine und eine sehr große. Und was für mich als kleiner Gründer oder als kleiner Idealist, der jetzt loslegen wollte, sofort nach dem Buch einfach zu groß war. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir tatsächlich solche Komponenten, die man auch für kleine Startups nutzen kann, bündeln kann, kombinieren kann, miteinander kompatibel machen kann und in der großen, im großen Bereich oder in den Kategorien der Geschäftsprozesse abdecken kann. Also Geschäftsprozesse, wir haben 6 verschiedene Kategorien von der Buchhaltung über die Internetpräsenz, über den Online-Shop hin zur wichtigen Logistik für Startups, was eine sehr schwierige Komponente war, die umzusetzen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland keine Logistik, keinen Logistikbetrieb, der tatsächlich mit Startups zusammenarbeiten möchte, am Anfang zumindest. Bleiben wir mal bei einem Teil, was vielleicht für viele interessant ist, weil gründen kann man natürlich auch mit einem Online-Shop. Man überlegt sich ein Produkt, das man preiswert machen kann, man in großen Mengen einkauft und seinen Freunden anbietet und über einen Online-Shop. Das hört sich so einfach an und ich habe das ja nur so aus der mittleren Distanz immer gesehen, es war nicht so einfach. Ist ja jetzt ein Jahr oder so gewesen, bis das jetzt als Komponente wirklich anbietbar und überzeugend ist. Genau, also wir haben inzwischen 3 verschiedene Online-Shop-Varianten bei uns. Ihr Herzenswunsch, der von Anfang an da war, die Entrepreneur-Webseite zum Testen des Entrepreneurial-Designs, weil das, was wir ganz schnell gemerkt haben und was auch die ganz große Befürchtung war am Anfang von Ihnen und von uns, dass Gründer, die ihr Konzept noch nicht 100%ig fertig haben, auf das Portal gehen und sagen, ach, ich hole mir jetzt hier 3, 4 Komponenten, dann funktioniert das schon. Ja. Eben das funktioniert nicht und dafür gibt es diese Entrepreneur-Webseite mit einem Bestellformular, so wie die Tee-Kampagne früher auch angefangen hat. Und diese Entrepreneur-Webseite ist kostenlos. Man hat sie, ich würde sagen, in 10 Minuten bis einer halben Stunde eingerichtet und man kann sofort mit dem Verkaufen starten und einfach erstmal testen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, das Ganze Konzept. Das sage ich nochmal in meinen Worten. Also Sie bieten an auch immer Varianten, einfache Varianten, die kostenlos sind, genau, die man benutzen kann, die Sie vorgearbeitet haben, aber die kostenlos sind. Und dann, wenn es in etwas mehr Sophistication geht, dann braucht man auch etwas möglichst, was mehr professionell ist und dann von Ihnen auch mehr betreut wird. Genau, also großes Sprichwort ist die Automatisation hinter den Komponenten. So eine Entrepreneur-Webseite pflegt man selber, man guckt sich die Bestellabwicklung an, man schiebt seine Excel-Tabelle zum Logistikdienstleister, damit der dort eventuell schon die Logistik macht. Aber es gibt natürlich Online-Shops, die all solche Sachen schon automatisiert haben und schon hinterlegt haben. Das heißt, man richtet es einmal ein, das sind dann kostenpflichtige Komponenten, aber dann funktionieren die Abläufe dahinter automatisch. Ja. Und ich habe verstanden, man kann klein anfangen, in die zu bezahlende Variante hineinwachsen und wenn man erfolgreich ist und größer wird, muss man auch nicht wieder neu anfangen, sondern kann auf Ihrem System aufbauen. Da haben wir bei der Tee-Kampagne die Erfahrung gemacht, daher habe ich das mit dem professionell
nämlich unprofessionell zu starten, irgendwie so eine selber gebastelte Software, kaum wird man ein bisschen größer, großes Chaos, nochmal neu anfangen, wieder unprofessionell und ein drittes Mal anfangen und dann teuer, hätte man sich die zwei anderen Anläufe auch sparen können. Also von Anfang an professionell, deswegen haben wir Sie als Informatikerin, glaube ich, da an der richtigen Stelle. Genau. Und mit dem System mitwachsen ohne Neuanfang, ist das so? Richtig. Können richtig. Wir uns darauf verlassen? Ja, natürlich. Genau. Weil ich immer von vielen höre, ja, ja, Komponenten und dann stehe ich doch allein da oder so. Also Sie haben ja also lange daran gearbeitet. Ich kann ein kleines Beispiel geben. Unsere Shopware-Komponente, man richtet diesen Shop ein oder lässt den einrichten von unserem Dienstleister und merkt dann, dass man eine Logistik braucht, kann man die Logistik anschließen. Man merkt, dass man eine Warenwirtschaft braucht, kann man die Warenwirtschaft anschließen. Man merkt, dass man eine Buchhaltung braucht oder einen automatisierten Rechnungsdruck. Also man kann Schritt für Schritt einfach sein System so weit erweitern, bis man eine komplette Abbildung seines Unternehmens einfach hat. Eine automatisierte Abwicklung, was ja mein größter Herzenswunsch dahinter ist. Reden wir noch zum Schluss mal kurz über die Preise. Erste Stufe ist sowieso kostenlos. Genau. Und wenn man dann in die erste Bezahlstufe kommt, was kostet das so ungefähr? Es sind ganz unterschiedliche Preise. Also wir haben auch noch Zwischenschritte in den Online-Shops für Gründer, die meinen, das Entrepreneurial oder dieses, ich habe jetzt diese Entrepreneur-Webseite mit Bravour bestanden, ich verkaufe schon, aber ich habe vielleicht nur ein Produkt, brauche auch keine große Automatisation dahinter. Dann würde ich jetzt zum Beispiel einen Jimdo-Shop empfehlen, der um die 1.000, 1.500 Euro kostet, wenn die von einem professionellen Dienstleister eingerichtet wird. Man kann diese Komponente aber natürlich auch selber machen, wenn man das möchte. Also diese beiden Varianten gibt es. Und dann haben wir die nächsthöhere Stufe für ein Unternehmen, was sagt, ich möchte wachsen, ich möchte mehr Produkte haben, ich möchte eine Kundenverwaltung haben. Da würde ich dann unseren Shopware-Shop empfehlen und der ist dann natürlich um einiges das teurer. Das ist aber dann schon für mittelständische Unternehmen, die normalerweise sehr viel höhere Beträge bezahlen müssen. Genau, man kann klein anfangen, auch mit dem Shopware-Shop. Selbst da gibt es eine kostenfreie Variante, die man kaufen kann. Selbst Shopware kann man sich selber einrichten, wenn man das möchte. Aber es gibt dort natürlich bei Shopware überhaupt keine Grenzen mehr nach oben. Also da kann wirklich ein mittelständisches Arbeiten, mittelständische Unternehmen ja mit, viele. Wer diese Komponenten braucht, Sie machen eine eigene Gruppe dazu, wann? Genau, wir haben erstens einen Stand hier im Foyer hinter der Glastür, wo man sich informieren kann, wo auch ein Preisausschreiben ist oder eine Verlosung für einen Workshop. Und heute haben wir auch hier um 15.45 Uhr im Audi Max eine Vorstellung des Komponentenportals. Wir haben drei Start-ups, die angereist sind, die gerne über ihre Erfahrung mit uns sprechen. Und wir haben auch drei, vier Dienstleister auf der Bühne, unter anderem auch den Shopware-Hersteller oder unseren Logistikfachmann, der einfach über die Arbeit erzählt und über seine Komponente. Okay. Und heute Abend um 18 Uhr stellen wir auch nochmal eine Komponente in einem Workshop im Hörsaal C vor. Also nicht anfangen und selber herumwursteln mit diesen Sachen, sondern von Anfang an in professionelle Hände, sogar am Anfang quasi kostenlos oder ja kostenlos. Richtig. Und wenn man dann wächst und wenn man es sich leisten kann, wächst heißt ja, man hat dann mehr Kunden, dann kann man in diese Bezahlvariante, aber das ist immer noch sehr viel preiswerter als die klassische Lösung, dass man sich irgendwo eine Software kauft. Genau, ja. Und der große Vorteil ist auch bei dem Komponentenportal, dass wir halt eine gesicherte und rechtssichere Plattform haben. Das heißt, wir haben einen rechtssicheren Raum, so eine Art Chatroom, wo die Dienstleister, die ja mit uns unter Vertrag sind und dem Kunden und der Projektleitung des Komponentenportals in einem Raum sind. Und das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, hat erstens die Möglichkeit, seine Komponenten zu kombinieren. Sie sind alle miteinander kompatibel und hat auch noch eine rechtliche Absicherung dahinter, weil den Vertrag macht er mit uns, also mit Ihnen, dem Komponentenportal und wir kümmern uns um die Abwicklung mit dem Dienstleister. Wunderbar. Romy Kampe, www.komponentenportal.de. Genau. Und leibhaftig hier. Vielen Dank. Gerne. Ja.